Also in Rückenlage. Die Füße ungefähr im 90-Grad-Winkel. Hoch. Ihr nehmt einen Ball und klemmt ihn zwischen die Beine ein. Ja, so kriegt ihr gleich Spannung auf die Adduktoren. Und jetzt greift ihr nach hinten. Ihr holt den Ball, tippt hinten ab und gebt ihn wieder nach vorne. Es ist dabei nicht entscheidend, wie schnell ihr das Ganze macht. Es soll kontrolliert sein. Sehr gut. Und auch das wieder 30 Sekunden. Wer kann? Wie man hier super sieht, auch wieder eine Übung für die komplette Bauchmuskulatur und sogar eine gute Dehnübung für die Brust, weil man in Überstreckung ist.